Es war einmal ein reicher Mann, der lebte lange Zeit vergnügt und zufrieden mit seiner Frau und seinem einzigen Töchterlein zusammen. Doch eines Tages wurde die Frau sehr krank. Als sie im Sterben lag, rief sie ihre Tochter und sagte: Kind, ich sterb gleich. Aber das ist nicht so schlimm. Pflanz einfach einen Baum über mein Grab und immer wenn du dir was wünschst, dann schüttel da dran. Und dann kommt es runter. Aber Mama, wie soll das funktionieren? Frag nicht. Das ist ein Märchen. Nachdem sie dies sagte, schloss sie ihre Augen und starb. Das Mädchen weinte sehr und pflanzte, wie es ihr die Mutter gesagt hatte, ein kleines Bäumchen auf ihr Grab. Sie brauchte kein Wasser zu bringen, um es zu begießen, denn ihre Tränen waren genug. Digga, was? So geschah es, dass ihr Vater nach einiger Zeit wieder heiratete. Die neue Frau an seiner Seite hatte aber schon zwei Töchter. Diese waren von schöner Gestalt, aber in ihrem Herzen stolz und bösartig. Als nun die Hochzeit vorbei war und alle drei in das Haus des Vaters kamen, brachen schlimme Zeiten für das Mädchen an. Was macht dieses garstige und unnützige platzte Kondom in der Stube? Fragte die Stiefmutter. Alle Arbeiten im Haus musste das Mädchen allein erledigen. Ihre beiden Stiefschwestern hingegen lagen den ganzen Tag auf der faulen Haut im Schatten der vietnamesischen Zwergdattelpalmen, die das Mädchen durch seine Tränen hervorgebracht hatte. Wenn das Mädchen abends müde wurde, hatte es aber kein Bettchen, sondern musste sich neben dem Herd in die Asche legen. Und weil es da immer in Staub, Schießpulver und leeren M416-Patronenhülsen lag, gaben sie ihm den Namen Waffenschmuggel. Aschenputtel. Eines Tages wurde die Kunde laut, dass der König einen Ball gab. Aschenputtel, die schon seit ihrer Kindheit eine Vorliebe für das Spiel ums runde Leder hatte, war natürlich begeistert. Ach, die meinen Tanzball. Oh, sein Sohn sollte so eine Gemahlin finden. Zum Ball waren sowohl ihre Stiefmutter, die Stiefschwestern von Aschenputtel, als auch ihre aus Russland importierte Kalaschnikow geladen. So, Aschenputtel, willst du auch mit auf den Ball? Oh, du hast ja gar keine Klamotten und gar keine Schuhe. Oh, das tut mir jetzt echt leid. Nicht, du kleine Schlampe. Zu gerne wäre Waffenschmuggel auch mitgegangen, doch dies sollte nur unter einer Bedingung geschehen. Ihre Stiefmutter gab ihr die Aufgabe, unzählige Linsen aus der Asche zu lesen, damit sie an Halloween zwischen den verschiedensten Farben wählen könne. Aschenputtel kniete sich vor den Herd in die Asche und wollte anfangen zu lesen, als plötzlich einige Tauben durchs Fenster flogen und sich auf den Herd setzten. Wir sehen schon, du brauchst Hilfe. Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Sie fraßen die Schlechten weg und ließen die Guten liegen. Nach nur einer Viertelstunde waren die Linsen so rein, dass nicht eine falsche darunter war und Aschenputtel sie alle in die Schüssel lesen konnte. Sie brachte die Schüssel der Stiefmutter. Freute sich und glaubte, sie dürfe nun mit auf den Ball gehen. Aber die Stiefmutter sprach: Nö. Ohne ein weiteres Wort zog sie mit ihren Töchtern los. Kaum aber waren sie verschwunden, kehrten die Tauben zurück. Ey, Aschenputtel, du willst doch auch auf den Ball und dein Tanzbein schwingen, oder? Aber guck dich doch mal an, was ist das für ein Outfit? So kannst du dem Prinzen doch nicht in die Augen treten. Es heißt unter die Augen treten. Halt dein Schnauze, ob du dem jetzt in oder unter die Augen trittst, juckt den auch nicht. Geh jetzt zu dem Baum rüber und sag dem, dass du ein Kleid willst. Dann schüttelst du ihm ein und dann kriegst du es. Aschenputtel ging hinaus, schüttelte dem Bäumlein ein und sprach: Rapunzen, Rapunzen, lass dein Haar runter. Das war nicht der richtige Text, oder? Ranunkel, Ranunkel, lass Armani runter. Danke. Obwohl der ahornblättrige Flaschenbaum durch die Ranunkelbeleidigung in seinem Stolz verletzt wurde, ließ er ein wunderschönes Kleid und die passenden Schuhe hinunter. Moment mal, da fallen einfach so Schuhe und Klamotten vom Baum. Wo die Schuhe wohl hergekommen sind? Ja, bei mir im Zimmer, alle Schuhe sind weg. Alle Schuhe sind weg, Mann. Alle. Yeezy. Alle, 6er Jordan, die alle geholt haben, alle, einfach alle, Mann. Aschenputtel freute sich und schlüpfte in das wunderschöne Kleid. Dann eilte sie zum Schloss des Königs, um auf den Bällen des Prinzen zu tanzen. Auf dem Ball. Dort erkannte niemand die schöne, unbekannte Frau. Als der Prinz sie jedoch erblickte, wag es nicht, mich anzufassen, bat er sie zum Tanze und wollte den ganzen Abend keine andere mehr in seinen Armen halten. Aschenputtel musste jedoch rechtzeitig zurück zu Hause sein, damit ihre böse Stiefmutter und deren Töchter nicht sahen, dass sie sich weggeschlichen hatte. So verließ sie um Mitternacht den Ball. Als sie zu Hause war, ging sie wieder zum ahornblättrigen Flaschenbaum auf dem Grabe der Mutter und sprach: Dann nimm das, ich brauch das erst morgen wieder. Nimm das jetzt! Der Baum nahm die Kleider und Aschenputtel hatte wieder ihr altes, staubiges Kleid an. Der Prinz aber wollte sie unbedingt wiedersehen und wissen, wer das bezaubernde Mädchen sei. So veranstaltete er am nächsten Abend erneut einen Ball. Jedoch gaben ihr die Stiefschwestern diesmal eine noch viel größere Menge Erbsen, die sie reinlesen sollte. Doch wie auch am vorigen Abend kamen die Tauben wieder, um ihr zu helfen. Sie pickten die schlechten Erbsen heraus, waren bald fertig damit und Aschenputtel eilte wieder zum Baum. Was geht, Bruder? Dein Name ist abgefallen. Bruder, was geht? Was hast du diesmal für mich? Da fiel auf einmal ein todeslimitiertes Kleid herab, was noch viel herrlicher und wunderschöner als das vorige war. Als Aschenputtel wieder zum Schloss des Königs ging, stand der Prinz schon auf der Treppe und führte sie in den Saal. Und waren gestern alle über ihre Schönheit verblüfft, so erstaunten sie heute noch mehr. Der Prinz aber wollte unbedingt wissen, wer die fremde Prinzessin sei, woher sie komme, wohin sie fahre, ihre Körbchengröße, ob sie Intimpiercings besaß und vieles, vieles mehr. Und damit sie nicht so schnell fortlaufen könne, hatte er die Treppe nach ihrer Ankunft ganz mit Pech bestreichen lassen. Das hört sich gerade irgendwie schon wie eine mutmaßliche Vergewaltigung an, oder?
Aschenputtel und der Prinz tanzten, dass es eine Freude war. Voller Eifer vergaß sie, dass sie bis Mitternacht hätte zu Hause sein müssen. Als sie den Glockenschlag hörte, erschrak sie und eilte zur Tür hinaus. Sie flog regelrecht die Treppe runter, weil diese aber mit Pech bestrichen war, blieb einer ihrer Jordan 2 Alternate hängen und in der Angst dachte sie nicht daran, ihn mitzunehmen. Sofort ließ der Prinz nach ihr suchen. Er verkündete, dass das Mädchen, dem der Schuh passe, seine Frau werden sollte. Nach einiger Zeit und unzähligen Sneaker-Pack-Openings gelangte er auch zum Hause Waffenschmuggel. Doch die Stiefmutter versuchte mit einer List, ihre beiden Töchter zur Braut zu küren. So, meine lieben Töchter, ihr werdet gleich den Jordan anprobieren und wenn er nicht passt, kein Problem, ist nicht schlimm. Dann schneidet ihr euch einfach ein Stück vom Fuß ab. Die Älteste ging in ihre Kammer und probierte ihn an. Die Fußspitze kam hinein, aber die Ferse war zu groß. Dann nahm sie das Messer und schnitt sich ein Stück von der Ferse ab, bis sie den Fuß in den Jordan hineinzwängen konnte. So ging sie heraus zu dem Prinzen und wie der sah, dass sie den Jordan anhatte, sagte er: Du bist es. Du siehst zwar völlig anders aus, aber es gibt auf der ganzen Welt nur eine Frau, die so eine Schuhgröße hat. Also musst du das sein. Auch wenn du immer noch völlig anders aussiehst. Er führte sie zum Wagen und wollte mit ihr fortfahren. Mit ihr fortfahren. Zu einem Fjord fahren. Wie er aber an das Tor kam, saßen oben die Tauben und riefen: Ruckadigu, Ruckadigu, Blut ist im Schuh. Der Schuh ist zu klein, die rechte Braut sitzt daheim. Der Prinz bückte sich und sah auf den Jordan 2 Alternate, aus dem das Blut quoll. Er merkte, dass er betrogen worden war und führte die falsche Braut zurück. Dann nahm die Jüngere den Jordan in ihre Kammer und als der Fuß zu groß war, biss sie die Zähne zusammen, schnitt ein großes Stück von den Zehen ab und drückte ihn geschwind auf. Wie sie damit hervorkam, meinte der Prinz, diesmal wäre es die rechte und wollte auch mit ihr damit fortfahren, zum Fjord fortzufahren. Als sie aber wieder an das Tor kamen und durch Portale nach Asgard zum im Chlor badenden Tor kamen, zwitscherte Julienko erneut: Ruckadigu, Ruckadigu, Blut ist im Schuh. Der Schuh ist zu klein, die rechte Braut sitzt daheim. Der Prinz sah nieder und blickte auf die weißen Strümpfe der Braut, vom Blute rot gefärbt, wie meine Yeezy Red Oktober. Da brachte sie der Prinz der Mutter wieder und sagte: Die ist auch falsch, aber du hast drin doch noch so ein dumme Kuh, oder? Warte, lass mich kurz überlegen. Nee. Ah, okay. Dann halt nicht. Ende. Nur die scheiß Aschennutte ist noch da. Die sitzt unten in der Waffenkammer, aber der kann der Jordan nicht passen. Das ist unmöglich. Oh, er passt. Der Prinz blickte ihr tief in die Augen und sagte: Ey, Aschenputten, bist du ein Engel oder? Wieso bist du vom Himmel geflogen? Aschenputtel war sich nicht sicher, ob der Prinz versuchte, einen auf Supernatural basierenden Joke zu bringen oder einfach zu blöd war, um Anmachsprüche auswendig zu lernen. Der Prinz führte Aschenputtel fort und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Periode. Ihrer Tage. So, der Prinz führt also Aschenputtel aka Waffenschmuggel fort. Er führt Waffenschmuggel fort. Er betreibt also weiterhin seine Geschäfte als Waffenschmuggler. Also, diese Erkenntnis zieht mir doch glatt die Schuhe aus.